Leon, heute musste ich mich mal wieder furchtbar aufregen. Es geht mal wieder um Code und der Sibylicher Code. Es geht um Mail Cap. Nun, Mail Cap könnte man meinen, unter Python müsste eigentlich ein gut gepflegtes Programm sein. Ne? Ist im Python Standard Library und existiert für sämtliche Python-Versionen von neu bis alt. Gut, Mail Cap File Handling. Nun, jetzt könnte man sagen, das könnte doch sehr gut untersucht sein, dass er vernünftig funktioniert, ne? Weil das zum Beispiel dann für Mailreader und Webbrowser gut wäre, ne? Wofür ist das Ding gut jetzt wieder? Gut, wenn ich zum Beispiel E-Mails empfange und es hängt eine Datei dran, dann möchte ich die Datei dem Benutzer auch vielleicht mal anzeigen. Ne? Jetzt ist aber auf jedem Rechner was anderes drauf. Ne? Zum Beispiel bei einem ist zum Anzeigen Textdateien gedit drauf, beim anderen ist es Kate, beim anderen ist es was ganz anderes. Der nächste nutzt es nur im Terminal, benutzt das Programm less. Gut. Jetzt macht Mailcap folgendes. Es sucht jetzt, welches Programm wäre das jetzt wohl, mit dem ich zum Beispiel eine Textdatei anzeige. Und das ist dann Mailcap und davon die Unterfunktion Find Match. Ja. Finde also das Programm, mit dem man zum Beispiel eine Textdatei anzeigen kann. Und dann kriegt man sofort quasi eine Kommandozeile und die soll man dann unverzüglich direkt und schön mal wieder nach OS-System rüberschieben. Ne? Dumme Idee in einer langen Reihe dummer Ideen, denn das ist natürlich mal wieder Shell Command Injection anfällig. Ich rate jeden, der so dumm war, in seinem Mailreader oder Webbrowser mailcap.py, also das Modul Mailcap einzubauen. Da mal ganz schnell nachzugucken. Gut, worum geht's? Die Hälfte der Leute hat jetzt nicht verstanden, worum es geht. Wir machen erstmal was anderes. Wir nehmen jetzt mal ein anderes Programm, das vernünftig funktioniert, bevor wir uns um das Python-Modul kümmern. Es gibt nämlich ein Standalone-Programm vom Debian-Projekt, das heißt run mail cap. Ja, das macht im Prinzip genommen das Gleiche, aber das macht es richtig im Gegensatz zu einem Python-Skript. Also das hier ist ein Standalone-Programm, hat jetzt nichts mit dem Python-Skript zu tun. Aber weil es das halt so schön und richtig macht, sagen wir mal Debug. Das heißt, ich müsste eigentlich mal, ich habe nämlich was vorbereitet. Ich habe ja nämlich im Test-Testordner bei mir mal wieder eine Shell-Command-Injection vorbereitet, eine Textdatei, und die hat einen komischen Dateinamen. Ja, die hat einen komischen Dateinamen. Da ist wieder ein Shell-Kommando injiziert mit Semikolon Xterm, und vorher hat es auch noch die kleinen Hochkommata, die wichtig sind. Gut, damit wir darauf zugreifen können, muss ich natürlich erstmal ins Testverzeichnis rein. Ja, wofür das Ganze ist, das zeigen wir gleich, CD-Test. Jetzt bin ich in dem entsprechenden Ordner und jetzt nutze ich das Programm, das vernünftig funktioniert, meiner Einschätzung nach, Mailcap. Wir nutzen mal den Debug-Modus, damit ich euch zeigen kann, worum es überhaupt geht. Debug. Und jetzt kommt dahin jetzt der Dateiname von meiner Datei, die ein Shell-Kommando enthält. Ja, und damit wir uns diese Datei mal anschauen, das ist eine Textdatei. Und jetzt müsste also ein Programm gesucht und ausgeführt werden, um diese Textdatei anzuzeigen. Ja. Fehlerhaft wäre es jetzt, wenn der Befehl Xterm, der hier als Shell-Kommando injiziert würde, dann ausgeführt würde. Stattdessen muss natürlich einfach nur der in der Textdatei enthaltene Text angezeigt werden, und das kann run mailcap. So, und dies ist ein Test-Text. Das steht in der Datei drin. Und jetzt machen wir mal QWQuit. Und jetzt sieht man schön im Debug-Modus, was hat das Programm gemacht? Richtig gemacht. Parsing-Parameter. Er hat diesen Parameter, den Dateinamen, geparst. Guckt nach in den MIME-Typen. Was ist denn wohl für TXT wohl das Richtige? Ja, das ist ein Text, ein Plain Text, ein einfacher Text. Guckt in entsprechenden
Verzeichnissen nach, welche Datei wäre das wohl, welches Programm für Texte anzuzeigen. Und das wäre zum Beispiel im Terminal das Programm Lists. Ne? Gut. Wäre ich hier nicht im Terminal, dann wäre es zum Beispiel gedit oder so. Gut, hier entsprechend das Programm zum Ausführen, das steht in diesen Mailcap-Dateien drin, wäre less und anstelle von %s ist dann der Dateiname einzusetzen. Und da passiert dem Python-Skript der Fehler, diesem Programm aber nicht. Programm auszuführen wäre also zum Anzeigen der Textdatei das Programm less, das hat das Mailcap-Programm herausgefunden. Na, steht definiert in diesen Mailcap-Dateien. Und anstelle von %s wird jetzt der Dateiname eingesetzt. Dieses Programm, runMailcap, was den Fehler nicht hat, erkennt, dass der Dateiname Shell Meta-Charakter enthält und benennt die Datei einfach mal so um und schiebt den Temp-Ordner. Na? Sodass, wenn anstelle von %s der Dateiname eingesetzt wird, stattdessen der temporäre Dateiname genommen wird, sodass das Shell-Kommando eben nicht ausgeführt wird. Xterm wird nicht ausgeführt. Gut, anders sieht das aus mit, ich kopiere mir gerade mal den Text hier, mit unserem Python, ne, mit dem blödsinnigen Programm hier, ne? Mailcap.py. Nun, das sucht jetzt auch mal nach dem richtigen Programm zum Ausführen. Moment, das machen wir jetzt mal clear. Also das war die gute Version, jetzt kommt blöd. Blöd geht einfach Python. Hoffentlich hat das niemand in sein Python-Skript eingebaut. Ist schon seit Jahren anscheinend drin. Ich bin wahrscheinlich wieder mal der Einzige, der auf den Kappes draufkommt, dass das nicht so klug ist. Gut, also wir importieren jetzt das Modul Import. Ich glaube, ich muss mir erstmal ein bisschen Licht machen im Zimmer. Kann ich hier meine Tastatur nicht Import. Entschuldigung. Mailcap. So, das ist also dieses Python-Skriptchen, das von hier der Python Standard Library hinterlegt ist, ne? Mailcap Py. So, und das liegt in, wenn wir einfach mal Mailcap eingeben, sehen wir in userlib hier in dem Fall Python 2.7 Mailcap PyC, also eine kompilierten Version von Python Skript. Sehr schön. Also in dem Pfad, in dem Fall. Funktioniert übrigens genauso unter Python 3. Gut. So, jetzt kommt das wieder. Welche Datei, welches Programm braucht man, um eine Textdatei anzuschreiben? Also braucht man erstmal die Caps, also die Zuordnung von Dateiendung und Dateityp. Dafür braucht man die entsprechenden Caps, ne? Die müssen wir getten, uns holen, besorgen. So steht das in der Python-Dokumentation drin. So. D ist, also Entschuldigung, ist gleich. Ne? Hier wird eine Variable, D ist doch dunkel im Wohnzimmer. Jetzt haben wir also D. Was ist D? Jetzt drücken wir mal Enter. Das sind diese Dateizuordnungen. Zum Beispiel hätten wir da, nehmen wir uns mal zum Beispiel irgendeine MP4-Datei und wir würden uns das mit VLC anschauen und anstelle von %s wäre dann der Dateiname einzusetzen. Und das macht dieses Programm halt dooferweise. Ich sage jetzt mal Command-Line, Komma. MIME-Typ ist gleich und dann Mailcap. Und jetzt kommt das Ding, was nicht so funktioniert, wie es sein sollte. Na, FindMatch. Der soll jetzt gucken, welches Programm ist jetzt gut für Textdateien zum Beispiel. Guckt jetzt nach in dieser Liste da oben, in dieser langen Liste.
Was wäre denn jetzt zum Beispiel für Text gut? Text schräger Sternchen. Und wir wollen den Dateinamen, den wir uns da kopiert haben, mal öffnen eigentlich. Und welches Programm wäre das dann wohl? Ne? So, unser Dateiname wäre dann der da. Ne? Da müssten wir vielleicht nochmal sagen, FileName gleich. Vielen ist gleich. So sieht das dann im Prinzip genommen aus. Der guckt jetzt nach, welches Programm wäre für Textdateien gut. So, als Rückgabeergebnis bekommen wir jetzt die Kommandozeile. Und jetzt hat dieses blödsinnige Python-Skript einfach brutal diesen Text da eingesetzt. Ja, können wir uns mal angucken. Command Line. Ja, und hier ist die Krux. Nun, es hat gefunden, dass das Programm less dafür zuständig ist, Textdateien im Terminal anzuzeigen. Anstelle von %s wurde hier der Dateiname eingesetzt. So, aber ihr seht, wenn ich das jetzt mit OS System auf eine Kommandozeile gebe, passiert was? Wird ausgeführt less nix. Ja, da passiert gar nichts. Semikolon trennt zwei Kommandos, dann wird Xterm ausgeführt, als Beweis dafür, dass wir tatsächlich auf der Shell waren. Poppt uns gleich ein schwarzes Fenster entgegen, sollte natürlich nicht sein, es sollte ja der Text angezeigt werden. Und der Rest wird einfach hier auskommentiert, damit habe ich dann unnötige Dinge wie zum Beispiel .txt ausgeblendet. Also Import OS, ne, steht ja auf der Seite drauf. So soll man machen, ne? Man findet zu einer Datei, zu einem Dateinamen, das Programm, hier in dem Fall less und die Kommandozeile kriegt man zurück und soll das jetzt mal schön auf OS System geben. Ja. Das ist jetzt so ein bisschen doof. OS.System. Und deshalb hoffe ich, dass das kein Mensch so macht. Und jetzt Command mit 2 M. Command-Line. So, was jetzt nicht passieren dürfte, wäre Xterm uns entgegenpoppen. Tut's aber, weil es blöd geschrieben ist, das Programm. Stattdessen hätte eigentlich Less jetzt die Datei anzeigen sollen, wie es run mailcap getan hat. Aber ja, Datei oder Verzeichnis nicht gefunden. Natürlich Less Leerzeichen, also leere Datei, führt zu diesem Ergebnis, aber Xterm wurde ausgeführt. Ne? Also wie gesagt, anstelle von Xterm hätte ich jedes beliebige Kommando hier einfügen können, das auf der Shell ausgeführt wird. Und das ist die Gefahr. Man bräuchte nur einen manipulierten Dateinamen in einer Mail jemanden schicken. Und wäre das Mailprogramm tatsächlich diesen Anweisungen gefolgt mit Find Match oder der Webbrowser, ja, hätte ich also einen Mailreader oder Webbrowser geschrieben und wäre dieser Anleitung gefolgt, hätte ich jetzt ein Problem. Jede Datei, die mir zugeschickt würde, zum Beispiel eine Textdatei, und ich würde sagen, klick drauf und mit Mailcap Find Match mal eben rausfinden, welches Programm dafür zuständig ist und das Ding mal schön auf eine Kommandozeile geben, wäre ich schön exploited worden. Ja, beziehungsweise ihr. Deshalb lieber andere Methoden benutzen, schreibt lieber euren Kram selber. Oder benutzt run mailcap. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.